Hukain hat zwei neue Köpfe auf den Markt gebracht. Wir haben einmal den Hukain Popo und einmal den Hukain Pot. Popo steht übrigens für Funnel of Power Original, wobei ich meine, man hätte das Original auch weglassen können und wäre bei Pop und Pot rausgekommen. Aber eventuell wollte da irgendjemand unbedingt, dass das Popo heißt. Pot steht für Power of Traditional, also ein Mehrlochkopf. Beide Köpfe kosten 30 Euro, sind aus American Stone Clay. Klingt auf jeden Fall sehr fancy, ist auch ein sehr, sehr interessanter Ton. Er hat eine sehr helle Farbe, er ist sehr, sehr dicht und die Köpfe sind für ihre doch eher kompakte Größe extrem massiv und schwer. Ich würde sagen, als erstes zeige ich euch aber mal, wie ich die beiden Köpfe baue. Dann habe ich auch ein Köpfchen am Start. So, ein weiter kleiner, wichtiger Test, den wir noch machen müssen, ist, welche HMDs passen denn wie gut auf den Popo. Angefangen mit dem Nagrani und by the way, Popo und Pot sind von der Form her exakt identisch. Das heißt, was auf den Popo passt, passt auch auf den Pot. Und der Nagrani sitzt nahezu perfekt. Der Umfang unten vom Nagrani ist praktisch 1:1. Der Umfang vom Popo sitzt wunderbar. Nagrani kriegt eine 1+ mit Sternchen. Dann haben wir als nächstes den AO. Der sitzt auch sehr gut. Also von der Größe her wieder nahezu perfekt da drauf. Würde ich ebenfalls eine 1+ mit Sternchen geben. Dann haben wir als nächstes den Kalaut. Wenn wir den draufsetzen, dann merken wir auch, der sitzt wunderbar. Ja, die meisten HMDs sind halt vom Durchmesser sehr, 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 sehr ähnlich. Und das sitzt eben auch wunderbar hier drauf. Und dann haben wir noch als letztes meinen Favorit. Einmal einen Onmo. Und auch den können wir perfekt austarieren und auch der sitzt wunderbar drauf. Also wirklich die Größe von Pot und Popo optimal für die gängigsten HMDs, die es so gibt. Also ich denke, mit den vier habe ich ja jetzt wirklich die vier meistgenutzten HMDs rausgesucht. Passen alle wunderbar. Ich habe ihn meistens mit dem Onmo HMD geraucht und das hat wunderbar funktioniert. So, und dann würde ich sagen, bauen wir uns auch mal zwei Köpfchen. Einmal nehmen wir uns den Popo, den machen wir als erstes. Und dann nehmen wir uns noch den Pot. So, ich schnappe mir hier auch ein bisschen Focke Live auf der Natural Base. Schmeiß das erstmal ganz locker rein. Kopfbau an sich natürlich kein Hexenwerk bei dem Ding. Jeder, der einen Litlip bauen kann, einen Oblako bauen kann, der wird sich hier sehr, sehr schnell zu Hause fühlen. Das ist absolut nichts anderes. Vom Depot sogar sehr, sehr ähnlich zum Litlip. Ich finde, es ist ein relativ sparsames Depot. Es ist nicht das angenehmste, das es gibt, aber die Größe und die Form ist auf jeden Fall ganz nett. Also ist auf jeden Fall kein Struggle, hier einen Kopf zu bauen wie bei manch anderen Köpfen. Ne? Gerade bei kleineren Depots kann das ja sehr schnell sehr, sehr fummelig werden. Und natürlich den perfekten Kopfbau gibt es nicht. Das ist einfach nur mein Kopfbau, wie ich eben den Popo und den Pot gerne rauche. So, jetzt haben wir unseren Tabak schon drinne. Ich will das Ganze auch gar nicht zu sehr andrücken. Jetzt verteile ich das Ganze nur noch ein bisschen. Ich gucke, dass hier außen nichts auf dem Rand liegt. Guckt, dass hier innen nichts auf dem Funnelloch liegt. Und dann gehen wir einfach einmal rundrum, verteilen das Ganze. Das heißt, von der Höhe her wollen wir überall gleichmäßig sein. Wir wollen keine Löcher irgendwo drin haben. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier sehen würdet, oh, da fehlt noch ein bisschen Tabak, dann könnt ihr da einfach nochmal ein paar Tabakflocken hinlegen und die dann nochmal mit verteilen. Und dann passt das Ganze. Also wir wollen sowohl von der Tabakmenge als auch von der Höhe, wie der Tabak im Kopf liegt, einfach am Ende eine schöne Verteilung haben. Ne? Ich mache danach immer nochmal so eine kleine Extra-Runde, wo ich gucke, dass ich die Flöckchen, die auf dem Rand liegen oder hier sehr, sehr weit hoch stehen, dass ich die nochmal so ein kleines bisschen reinpacke. Und so wäre das auch schon fast fertig. Fehlt uns noch ein Schritt. Und zwar, dass wir einmal hier mit dem Zewa über den Rand gehen. Ihr seht ja, der Rand ist noch sehr, sehr weiß. Das wird natürlich nicht so bleiben. Ja? Also wenn ihr diesen Kopf raucht, wird der Rand natürlich nach und nach dunkler. Das lässt sich nicht vermeiden. Das ist einfach so. Aber so ist unser Köpfchen fertig. Einmal von oben, einmal von der Seite. Ganz einfacher, ganz fixer Kopfbau. Ja, ist jetzt absolut kein Wunderwerk. Und wenn ihr es noch eine Stufe einfacher haben wollt, dann könnt ihr euch einen Pot nehmen. Bei dem Pot ist die Taktik ein bisschen anders. Ich nehme nicht Gabel für Gabel aus dieser Dose hier und schaufel die nach drüben, sondern stelle mir das Köpfchen hin, nehme die Dose schräg oben drüber und schnick einfach nur den Tabak rüber. Der Pot braucht natürlich ein bisschen mehr Tabak als der Popo, ist ja klar. Von der Form her sind sie gleich, aber der Pot hat ja kein Funnelloch in der Mitte und das Funnelloch nimmt natürlich Platz weg und da muss dann beim Popo kein Tabak hin, beim Pot aber natürlich schon. Das heißt, ein bisschen mehr Tabak muss rein. Einfacher könnte es wirklich nicht sein. Du lässt den Tabak hier locker fluffig reinfallen, guckst, dass hier am Rand überall auch Tabak liegt, verteilst das einfach ein kleines bisschen, aber das ist der Zwiespalt
auf den ihr euch einstellen müsst. Ihr wollt den Tabak natürlich verteilen, dass er so liegt, wie ihr das wollt. Aber ihr wollt so wenig, wie es nur irgendwie geht, andrücken. Weil jedes bisschen, was ihr mehr andrückt, kostet euch massiv Durchzug. Und das wollen wir nicht. Das heißt, wenn euer Pot, ne, also generell ein Mehrlochkopf, wenn ihr euch einen holt und den baut und euer Durchzug ist scheiße, dann wisst ihr genau, dass das der Grund war. Und mehr ist bei dem Pot schon gar nicht zu machen. Der Rand ist auch noch schön sauber. Vielleicht hier diese kleine Ecke nochmal rein. Hier vielleicht diese kleine Ecke nochmal rein. Und das war's. So einfach ist hier der Pot gebaut. Ganz locker einfach rein und fertig ist das Ding. Und dann würde ich sagen, hauen wir uns mal Kohle an und rauchen mal die Köpfchen. Kopfboy, sieht mich wahrscheinlich gar nicht. So, das Köpfchen läuft und wie das Köpfchen läuft, Freunde. Ich habe mir das Ganze jetzt auf der Tyrant Hooker angemacht. Die kam ja auf der Messe raus. Wir haben ja auch einen magnetischen Schlauchanschluss dran und so. Eigentlich ein ganz cooles Ding. Teste ich jetzt gerade für euch. Was ich auch auf jeden Fall noch haben will, ist eine von den Tyrant Boats. Sie sind designmäßig sehr nah an Caesar dran, kosten aber nur ein Huni. Und für weniger als die Hälfte könnte das bestimmt doch für einige Leute sehr, sehr interessant werden, weil die Caesar Boats jetzt auch wieder teurer geworden sind. Ich will mir auf jeden Fall mal eine angucken. Ich weiß noch nicht hundertprozentig, was ich davon halten soll, weil das Design schon nah an Caesar ist. Auf jeden Fall haben wir die Tyrant Bruin am Start. Wir haben das Ganze auf einer Hoarfrost Black Down von Caesar und obendrauf haben wir den Popo, den wir eben gebaut haben mit dem Onmo und drinne sind 2,5 Kohlen. Popo und Pot, Freunde. Hukain hatte ja schon mit dem Litlip einen sehr, sehr guten Kopf. Jetzt wollten sie noch einen obendrauf legen und haben Popo und Pot rausgebracht. 30 Euro sind natürlich deutlich mehr. Den Litlip konnte man zum Beispiel, wenn man noch bei Hukain bestellt hat und noch den Code SWG10 benutzt hat. Der geht nur auf Köpfe. Aber immerhin da könnt ihr 10% sparen, übrigens auch bei Popo und Pot. Dann hat man so einen Litlip für ungefähr 21 Euro bekommen. Jetzt ist natürlich die Frage, sollte man wirklich 9 Euro mehr ausgeben, um sich einen Popo oder einen Pot zu gönnen? Vor allem, wenn man vielleicht schon einen Litlip zu Hause hat. Ich würde sagen, wir gehen mal die normalen Review-Punkte durch für so einen Kopf und gucken uns anhand dessen mal an, wie gut er ist und kommen am Ende wieder auf diese Frage. Bei Köpfen sind vor allem zwei Sachen extrem wichtig. Auf der einen Seite haben wir das Depot, das heißt, was für eine Depotart und Form haben wir, wie groß ist das Depot und wie nice lässt sich das Depot bauen. Beim Popo ist es natürlich ein Funnel und beim Pot haben wir natürlich einen Mehrlochkopf. Von der Depotgröße ist der Popo relativ nah am Litlip dran, ist auf jeden Fall ein sehr angenehm sparsamer Kopf, der wunderbar funktioniert für einen Satz Kohle. Da ist nur minimal unten Tabak über. Also könnte man vielleicht mit 27er Kohle noch was rausholen. Aber ich bin mit einer Runde 26er Kohle und einem Popo wunderbar zufrieden. Passt für mich optimal. Beim Pot ist die Geschichte ein bisschen anders. Dadurch, dass wir natürlich kein Funnelloch beim Pot haben, muss da ein bisschen mehr Tabak rein. Beim Popo würde ich sagen, sind da so ungefähr 16 bis 19 Gramm drin. Je nachdem, wie man den baut natürlich. Auf Abstand oder auf Vollkontakt. Dementsprechend kriegt man da auch mal mehr oder weniger rein, als ich jetzt angegeben habe, aber in meinem Fall habe ich meistens so ungefähr 16 bis 19 Gramm Tabak gebraucht. Bei dem Pot müssen natürlich ein paar Gramm Tabak mehr rein, weil ja wie gesagt das Funnelloch nicht am Start ist. Und beim Pot würde ich sagen, sind wir da eher so bei 19 bis 22 Gramm, so wie ich ihn meistens baue. Wie gesagt, man kann natürlich auch deutlich mehr schaffen, man kann aber auch weniger schaffen. Ich persönlich muss aber sagen, dass gerade der Popo für mich extrem gut ist von dem Tabakfassungsvermögen. Das heißt, ich finde, wir haben von der Depotform her ein schönes Depot. Von der Füllmenge haben wir ein sehr nices Depot. Und wie einfach er sich bauen lässt, geht auch klar. Ist jetzt nicht der am einfachsten zu bauende Kopf, ist aber relativ easy. Also das Einzige, was noch leichter ist, sind deutlich größere Köpfe. Klar, je größer das Depot, umso mehr Platz hat man, um sich dabei auszutoben. Aber das funktioniert auf jeden Fall wunderbar. Und der Kopfbau, habt ihr gesehen, das ist absolut kein Hexenwerk. Auf der anderen Seite, der zweite wichtige Punkt bei einem Kopf ist der Ton und die Glasur. Das heißt natürlich A, wie gut ist das Ganze verarbeitet? Haben wir Mängel? Sind da eventuell schon Risse in der Glasur? Auf der anderen Seite heißt das aber, welcher Ton wird benutzt und wie gut sind die Hitzeeigenschaften von dem Ton? Weil auf der einen Seite muss die Menge an Tabak stimmen, die wir reinpacken. Auf der anderen Seite ist unser Kopf ja aber dafür da, um den Tabak zu halten und ihn dann auch noch mit Hitze zu versorgen. Das heißt, unser Kopf muss so vom Material her sein, dass er die Hitze aufnimmt, die Hitze schön speichert und die Hitze auch noch schön an den Tabak weitergibt. Und das ist beim Popo
wirklich hervorragend. Und das ist auch der Punkt, wo ich sagen kann, da ist er dem Litlip ein ganzes Stück voraus. Also wie auch immer man diesen Clay nennen will, wenn es American Stone Clay Deluxe, weiß ich nicht, ist. Es funktioniert aber am Ende des Tages. Und die Hitzeeigenschaften vom Popo und vom Pot sind wirklich überragend. Die können auch mit noch deutlich teureren Köpfen mithalten. Zum Beispiel mit einem Shishaya Hyphen oder auch mit einem Vandenberg V1 kann der Popo für mich mithalten. Und das bei einem günstigeren Kopf, wenn man dann mit SWG 10 noch 10% spart, ist man bei 27 Euro, der Vandenberg ist bei 35 Euro und der Hyphen sogar bei 40 Euro. Das heißt also, für mich, was Premium-Funnel angeht, ist der Popo der Preis-Leistungssieger. Natürlich gibt es günstigere Köpfe, die auch nah an die Performance von einem Popo oder von einem Pot rankommen, aber wer dann doch nochmal ein bisschen tiefer rein will, wer nochmal ein bisschen mehr ausprobieren will, wer vielleicht nochmal ein Ticken mehr Produkt haben will am Ende des Tages, ist mit den paar Euro mehr für ein Popo wahrscheinlich gar nicht so schlecht beraten. Ich war ja mit Hukain letztens eine Woche in Spanien. Und als wir in Spanien waren, hatten wir nur Popos dabei. Und am Anfang dachte ich mir so, weiß ich jetzt nicht, ob ich da so viel Bock drauf habe, eine ganze Woche nur den Kopf zu rauchen. Turns out, es war absolut kein Problem. Auch als ich nach Hause gekommen bin, hatte ich von dem Kopf noch nicht die Schnauze voll. Und wenn sowas funktioniert mit einem Kopf, dann weiß ich persönlich für mich, dass es ein guter Kopf ist. Das heißt also, um unsere zwei Punkte nochmal zusammenzufassen, wir haben auf der einen Seite eine schöne Depotform, die sich angenehm bauen lässt und von der Füllmenge her für mich persönlich sehr optimal. Und auf der anderen Seite haben wir wirklich einen guten Ton, der nice Hitzeeigenschaften hat. Die Glasur ist schön dick, ich hatte keine Risse, also alles wunderbar. Und auch die Verarbeitung ist wirklich in Ordnung, also ich hatte keine Probleme. Mir ist tatsächlich mal einer runtergefallen und auf ein Metallbein von meinem Schreibtisch und es ist unten nur eine kleine Ecke weggeplatzt. Da war ich überrascht, dass das Ding überhaupt noch gelebt hat. Ich dachte, der wäre jetzt in 5 Millionen Teile zersplittert. Werdet ihr bestimmt auch hinkriegen, wenn einem das Ding runterfällt. Wahrscheinlich hatte ich nur Glück, aber ist auf jeden Fall ein massiver und gut gebauter Kopf. Jetzt ist natürlich die Frage, für wen ist das Ganze? Wenn ihr einen Litlip habt und ihr seid mit eurem Litlip oder zum Beispiel auch mit einem Oblaco oder sowas zufrieden, dann braucht ihr den wahrscheinlich nicht. Wenn ihr ein bisschen tiefer in das Hobby rein wollt und schon länger mal einen Premium-Funnel haben wolltet, dann kann ich jetzt sagen, ist der Popo der neue beste Einstieg in die Premium-Funnel-Welt. Ohne das geordnet zu meinen, meine Top 3 an Funnel im Moment ist Popo, Vandenberg und auch der Hyphen. Mal nehme ich lieber den, mal nehme ich lieber den, aber wenn ihr euch nicht alle drei holen wollt, was auch verständlich wäre, aber ihr einen Premium-Funnel haben wollt, dann kann ich euch den Popo als bester Preis-Leistungs-Premium-Funnel definitiv empfehlen. Falls ihr den Kopf schon getestet habt, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr ihn findet. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo, wenn es euch hier gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.